Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Ja, ich habe gedacht, wir drehen vor Weihnachten jetzt noch mal ein Video. Wetter bietet sich gerade an. Ja, guten Tag. Bleib mal auf deiner Spur, du. Mann. Kann man wohl nicht angehen, du. Kaum auf den Bock muss ich mich schon wieder ärgern, du. Das ist so unglaublich. Ach, Mann, ey. Ja, ich habe gedacht, wir drehen vor Weihnachten nochmal ein Video. Heute ist Samstag, der 16. Dezember. Und ja, eine gute Woche noch, ne? Dann ist Heiligabend. Und ich habe gedacht, wir schnacken nochmal ein bisschen. Ich musste mich ganz dringend mal meinen Roller sauber machen. Der ist so voll Salz. Und ja, das muss runter. Also, und jetzt ist noch ein bisschen trocken. Es soll mich nachher wieder regnen. Und mittlerweile wird es auch schon wieder ganz schön windig. Ja, und ich hoffe mal, dass ich jetzt trocken hier noch mal ein bisschen meinen Roller waschen kann. Und dann drehen wir noch eine kleine Runde. Und wenn ihr Lust habt mitzufahren, dann bleibt einfach dran. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Ja, eigentlich wollte ich meine Kiste gestern Abend noch sauber machen. Ich war nämlich gestern beim TÜV und ich habe heute auf den Tag genau meine Honda Forza 2 Jahre, also sprich, ich habe sie heute vor 2 Jahren bekommen und bin jetzt bei 29.089 Kilometern. Ja, und gestern war dann sozusagen TÜV. Aber ohne Probleme, alles durchgegangen, obwohl ja viele immer gesagt haben, oh, du mit deinen ganzen Umbauten und so, ne, das ist ja alles nicht zulässig und so weiter und so fort, ne. Aber wie gesagt, ich habe mich eh im Vorfeld immer schon schlau gemacht, was ich darf und was nicht, ne, denn ich habe ja gesagt, ich zeige auf meinem Kanal auch nur Sachen, wo ihr in der Regel abgesichert seid und definitiv keine Schwierigkeiten bekommt. Ja, wir hatten ja tatsächlich mal hier letzte Woche bzw. vorletzte Woche einen richtig schönen Wintereinbruch, sogar mal bei uns im Norden hier, was ja für uns hier wirklich schon eher selten ist. Und dadurch ist auch unsere Santa Claus Tour verschoben worden. Die sollten wir ja eigentlich am 1. Advent fahren. Da waren auch tatsächlich schon unheimlich viele Anmeldungen dabei. Und durch das schlechte Wetter, ja, mussten wir es dann halt verschieben und sind die Tour sozusagen letzte Woche gefahren. Ja, Leute, es hat nur geregnet. Es hat wirklich, wir waren 4 Stunden unterwegs und von den 4 Stunden hat es 3,5 Stunden geregnet. Ne? Und wir waren diesmal leider auch nur 50 Teilnehmer. Ich werde euch auch gleich mal ein paar Ausschnitte davon einblenden hier. Dann könnt ihr mal so ein bisschen sehen. Ich habe zwar die Tour gefilmt als Ganzes, aber durch den Regen hast du halt immer mal wieder ja, Feuchtigkeit auf der Linse gehabt und so. Also das Video selber ist diesmal wirklich nicht so schön geworden. Aber wie gesagt, so ein paar Ausschnitte zeige ich euch gleich auf jeden Fall nochmal. Nichtsdestotrotz haben wir bei der Spendenaktion trotzdem um die 2000 Euro sammeln können. Für das Kinderkrankenhaus in Aldona. Und ja, wie gesagt, die Leute, die an den Straßenrand standen oder die uns gesehen haben, die waren alle gut drauf, die haben sich gefreut und trotz des miesen Wetters hatten wir eine Menge Spaß gehabt. Klar, man war abends durch, also mein Weihnachtsmannkostüm, das war ja hinterher wie ein feuchter Bademantel, also wirklich so schwer das Ding. Ja, aber trotz alledem, für den guten Zweck und so, alles super. Und leider war ich letzte Woche noch so ein bisschen erkältet, noch ein bisschen angeschlagen. Das war natürlich irgendwie nicht so schön, das hat man auch gemerkt an meiner Stimme. Aber im Großen und Ganzen
hat sich das dann doch alles gelohnt, zumal ich erst gedacht habe, oh, hoffentlich kriege ich keinen Rückschlag, weil, ja, eben wie gesagt, ne, bei dem Wetter dann zu fahren und so, aber alles gut. So, jetzt sind wir auch gleich hier bei meiner Waschanlage. Oh, Gott sei Dank nicht so viel los. So, wenn ich jetzt meinen Roller sauber mache, könnt ihr euch mal die Ausschnitte vom Weihnachtsvideo angucken von unserer Santa Claus auf Hamburg Tour. Viel Spaß dabei und anschließend sehen wir uns wieder. Ja, die Johanniter, die unterstützen uns heute bei der Tour, ist natürlich auch richtig geil. Wie immer, das Ganze natürlich ehrenamtlich. Hier kannst du auch parken, wenn du willst. Guck mal, alles glückliche Menschen hier, die bei dem Wetter Motorrad fahren. Na, kommst klar, Mutti? Ach ja, wie schön. Lass mal sehen, dass wir hier wegkommen. Ja, es regnet sich leider jetzt ein bisschen ein wieder. Schade, schade, schade. Was ist das denn? Zieh mir das mal schnell hier vorne. Habe ich umgebaut. Die 300er, beziehungsweise die 350er. Was ist das für eine Größe hier? Das ist eine 125er. Die 350er, die haben da standardmäßig drin. Ach was. Ja, ja. Und das kannst du aber umbauen. Da habe ich auch ein Video zugemacht und dies und jenes. Ansonsten, ich bastel auch, ich schraube auch, ne? Ich habe eine Werkstatt und so. Ja. Ja. Meld dich einfach. So, jetzt sind wir hier am Hauptbahnhof. Und wie gesagt, wir fahren jetzt Richtung Reeperbahn. Santa Pauli ist der nächste Halt. Und da muss ich gleich mal meine Brille sauber machen, weil ich sehe nämlich gar nichts mehr. Ich fahre die ganze Zeit blind. Die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen. Das ist das Wichtigste. Ne? Also die paar, die unterwegs sind, die zaubern man auch immer schön ein Lächeln ins Gesicht. Guck mal, die Leute filmen, sind am Fotografieren. Ja, guck mal, nur strahlende Gesichter. Ne? Das ist auch richtig schön. Vor allen Dingen, dadurch, dass die Tour ja nicht so groß bekannt gegeben ist, ist das dann für die Leute auch eine freudige Überraschung halt. Ne? Ich find's cool. Guck mal, hier aus dem Auto raus wird gefilmt. Ja, jetzt stehen sie hier alle am Straßenrand und filmen. Ja, besser geht nicht, ne? Na gut, sind die Japaner, die filmen ja sowieso ständig. So, jetzt sind wir auf dem Reeperbahn. Moin. Da sind doch noch ein paar Motorradfahrer unterwegs, also die jetzt bei uns nicht. Oh, der Rettungswagen hat sogar einmal freundlicherweise Blaulicht angeschmissen. Oh, super. Ach ja, jetzt sind wir auf der sündigsten Meile der Welt, ne?
So, jetzt ist die Maschine wieder mal so ein bisschen sauber. Leute, ich kann euch sagen, seit dem Werkstattumbau habe ich meine Maschine so vernachlässigt, weil eigentlich kam ja direkt danach das schlechte Wetter und in der Zeit des Werkstattumbaus stand meine Kiste ja mehr oder weniger wirklich nur draußen. Ja, konntest du knicken, ne? Und also die hat bestimmt schon seit 3 Monaten keine richtige Pflege mehr gesehen. Und das werde ich jetzt am Wochenende auf jeden Fall mal nachholen, dass mal wieder so ein bisschen Pflegeprodukte hier auf die Maschine kommen. Ich bin eigentlich generell so ein Typ, ich behandle meine Sachen wirklich gut, ne? Und dreckige Maschine geht für mich eigentlich normalerweise gar nicht. Gut, im Winter lässt sich das immer nicht vermeiden, ne? Wenn man bei Wind und Wetter fährt. Aber dass sie so gar keine Pflege bekommt oder so, das ist bei mir tatsächlich eher selten. So, ja, wie gesagt, ihr habt es gesehen, das Video unserer kleinen Weihnachtstour. War schon echt scheiß Wetter, ne? Aber nichtsdestotrotz, es hat Spaß gemacht und ich habe mich im Nachhinein nicht wieder erkältet, also alles gut. Ja, dann haben wir ja nächste Woche unseren Livestream, also Roland und ich starten ja das erste Mal einen Livestream und wo wir hoffen, dass natürlich ganz, ganz viele von euch dabei sind. Und wir haben uns also jetzt die letzten Wochen das ein paar Mal durchgetestet und geschaut, wie das funktioniert. Roland hat vorweg extra noch sein Arbeitszimmer renoviert, aber ich glaube, das war eh völlig. Das hat er jetzt nicht unbedingt nur gemacht wegen dem Livestream. Aber nee, wir haben viel ausprobiert. Wir sind ja beide so, ich sag mal, ja, wir wollen es beide sehr vernünftig haben, um nicht zu sagen professionell. Ne, soll da natürlich auch für euch angenehm werden. Und wir haben das dann ausprobiert mit dem Chat und so, ne, dass ihr uns sozusagen während des Livestreams auch Nachrichten schreiben könnt. Und ich denke mal, das wird ganz witzig werden. Also wir haben schon bei den Proben haben wir herzlich gelacht und unseren Spaß gehabt. Und insofern denke ich mal, das wird garantiert ein geiler Abend werden. Also wie gesagt, ne, Freitag, 22.12. 20 Uhr geht's los. Gestreamt wird dann auf dem Kanal von Roland, Vespa Lifestyle Aachen. Und ich werde dann für alle die, die das vielleicht nicht mitbekommen oder nicht anschauen können, werde ich das dann halt nochmal auf meinem Kanal am nächsten Tag veröffentlichen. Dann könnt ihr da, wenn ihr möchtet, auch gerne nochmal reinschauen. Ja, was dann in dem Livestream noch passieren wird, ist definitiv die Ziehung des Gewinnspiels. Also sprich, wir werden dann auch nochmal, beziehungsweise Roland wird live sozusagen die Lose ziehen von den Gewinnern, die dann die Möglichkeit haben, so einen CP-Adapter, wie ich ihn hier bei mir verbaut habe, zu gewinnen. Ihr könnt noch bis einschließlich 22.12. um 12 Uhr eure Lösung per E-Mail bei mir einchecken, dann nehmt ihr automatisch noch an der Verlosung teil. Also, wenn ihr noch Lust habt, dann schreibt eine E-Mail kasiontour1@gmail.com mit der richtigen Lösung. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Und ja, dann sage ich natürlich allen Teilnehmern jetzt schon mal viel Glück, ne? Ich drücke euch die Daumen. So, wir fahren jetzt noch mal zum Oehendorfer See, dann drehe ich da oben noch mal eine kleine Runde und werde vielleicht noch mal gucken, ob ich da noch mal irgendwie am Kiosk einen Kaffee ziehe, ob da noch irgendwas auf hat, aber eigentlich denke ich mal, ja, ich wollte ursprünglich mit euch zum Weihnachtsmarkt fahren, nach Gut Basthorst, der ist immer unheimlich toll, aber wie gesagt, es zieht sich jetzt schon wieder zu, es wird auch echt windig, unangenehm. Thermometer sagt 9 Grad. Ja, ich schenke mir das. Ich habe auch nicht so die Meinung im Moment auf Weihnachtsmarkt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich ehrlich gesagt gar nicht so in Weihnachtsstimmung bin.
Ja, großartige Projekte liegen im Moment noch gar nicht an. Wir haben im Januar noch mal ein Treffen mit unserer Gruppe oder Teil unserer Gruppe. Und da wollen wir mal so ein bisschen Tourplanung fürs nächste Jahr besprechen. Es wird sicherlich auch der ein oder andere noch mal kommen wegen Umbauarbeiten. Also das muss ich aber jetzt erstmal wieder anleiern. Weil dadurch, dass das Wetter jetzt in der letzten Zeit so bescheiden war, sind natürlich viele nicht gefahren. Einige fahren sowieso jetzt bei dem Wetter nicht oder haben abgemeldet, was ich bei der 125er generell Quatsch finde, weil eigentlich sparst du kein Geld. Also die Versicherung, die ist so günstig fürs ganze Jahr. Ich habe jetzt gerade Versicherungsbescheid wieder bekommen. Ich bezahle nicht mal 60 Euro im Jahr. Also das ist ja nun wirklich ein Lacher. Und dafür ein Saisonkennzeichen sich zu besorgen oder so, das finde ich also wirklich, ja, weiß ich nicht. Also so nötig habe ich es dann doch nicht, in der Richtung da zu sparen. Aber gut, okay, wie gesagt, wenn einer definitiv weiß, dass er bei so einem Wetter keinen Bock hat zu fahren oder so, dann, mein Gott, ja, soll er machen. So, das ist ja hier schon das Gelände wieder vom Ögenhofer Park. Aber wir fahren einmal komplett rum. Auf die andere Seite, wie gesagt, ich will mal hinten gucken beim Kiosk, ob man da noch einen Kaffee trinken kann oder irgendwie einen Kakao oder jemand. Hätte ich jetzt irgendwie noch Bock drauf, bevor ich nach Hause gurke. Also ich finde das Wetter so eigentlich ideal zum Fahren. Also es ist nicht kalt, ich habe immer noch meine beheizbaren Handschuhe, die ich mir vor 2 Jahren gekauft habe. Die funktionieren immer noch astrein. Und ansonsten hier, wie gesagt, meine Jacke. Die haben sich ja auch schon echt einige nachgekauft bei uns aus der Gruppe. Und die ist so toll. Also wie gesagt, die fahre ich eigentlich das ganze Jahr durch. Bin immer warm eingepackt damit. Dann, ja, meine Hose, Winterhose, habe ich natürlich das Futter jetzt wieder drin. Habe aber trotzdem noch eine lange Unterbüchse drunter, weil ich finde, irgendwie bei mir zumindest so, habe ich immer das Gefühl, dass die Protektoren von der Hose immer so ein bisschen am Knie reiben oder wenn man so sitzt oder so, und dann ist das mit der langen Strapse hier da drunter doch noch ein bisschen angenehmer zu fahren, auf jeden Fall. So, was ist hier los? Die stellen sich auch immer alle so blöde hin hier, oder? Boah, was liegt hier an Müll, ey? Die Leute sind so asozial. Unglaublich. Mann, ey, das muss doch nicht sein. Scherben hier, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, auch nicht viel los hier, ne? Aber ich werde noch mal schön eine rauchen, bevor es weitergeht, oder? So, jetzt geht's wieder nach Hause, in Richtung Heimat. Ja, ich hatte ja mir vor dem TÜV, aber das kam auch, weil sie eh fällig gewesen wären, hatte ich mir ja neue Reifen gekauft. Und im Original sind ja hier bei der Forza die Michelin City Grip 2 drauf. Und ich habe mir jetzt hier die Reifen von Meltzner besorgt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich sie besser finde. Also ich habe das Gefühl, ich fahre ja auch sehr viel bei schlechtem Wetter. Und ich habe es gerade letzte Woche gemerkt, wo es so geregnet hat, als wir die Weihnachtstour gefahren sind, dass ich mit denen echt einen besseren Grip habe. Also ich habe so das Empfinden. Und ich hatte vorher auch, was viele von euch ja auch haben, diesen Shimmy-Effekt, so bei Tempo 60, 70. Ne, ihr kennt das, also dass, wenn ihr den Lenker loslasst, was man ja nicht machen soll, aber ne, dass er so am Flattern ist halt. Ne? Und das ist weg. Das kann natürlich jetzt auch damit zusammenhängen, ja, dass vielleicht die Reifen hier besser ausgewuchtet worden sind, kann ich natürlich jetzt so irgendwie auch nicht wirklich sagen. Aber generell vom Grip her und so finde ich sie echt genial.
Du merkst das zum Beispiel auch, wenn du über Straßenmarkierungen fährst, ne? Also zum Beispiel über so einen weißen Pfeil oder ja, Busspur ist ja manchmal auch ziemlich heftig. Und da ist man mit den Michelin doch eher mal zur Seite weggerutscht. Oder man hatte das Gefühl, dass, ne, dass man irgendwie wegrutscht. Und das habe ich tatsächlich hier gar nicht mehr. Nun sind die ja noch relativ neu, also sprich, die sind ja erst, ja, 1500 Kilometer gefahren jetzt ungefähr. Ich glaube, ich habe die so bei 28.000 Kilometer gewechselt. Und, aber ich finde schon, das macht sich bemerkbar. Die waren jetzt auch nicht mega teuer. Ich glaube, für beide zusammen habe ich so um die 150 Euro bezahlt, also absolut im Rahmen. Ne? Ich kann natürlich jetzt noch nichts über die Haltbarkeit sagen und über den Verschleiß. Aber momentan fühle ich mich wirklich recht sicher auf den Reifen hier. Ja, dann werde ich ja immer mal zwischendurch immer mal wieder angeschrieben wegen meinen Handprotektoren hier. Die habe ich ja jetzt auch schon, boah, ja eigentlich seitdem ich die Forza habe, habe ich mir die gleich gekauft. Leider gibt es die nicht mehr. Wie gesagt, ich werde immer zwischendurch mal wieder nachgefragt. Also die habe ich damals seinerzeit bei AliExpress bestellt, aber die gibt es so in der Form nicht mehr. Nun hatte Jürgen bei uns aus der Gruppe, hatte letztes Mal welche bestellt bei AliExpress. Die sind auch zwischendurch angekommen jetzt. Also die finde ich persönlich aber nicht so gut. Also ich habe meine ausgepackt gehabt, er hat mir auch welche mitbestellt, weil die sind vorne, also die sind relativ hoch, das finde ich gut, aber die gehen halt hier nicht, die gehen halt hier nicht rüber. Also das heißt, die praktisch, ja, hier die Hand oben ist praktisch frei, ne? Und das finde ich halt, wie gesagt, nicht so schön. Und insofern werde ich die ich hier dran habe, behalten. Noch sind sie in Ordnung. Und die halten mir wirklich echt gut den Wind ab. So, jetzt haben wir ja doch noch eine schöne große Runde gedreht, wa? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, aber schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat die kleine vorweihnachtliche Spritztour noch gefallen. Wenn ihr das nächste Woche nicht schaffen solltet, einzuschalten oder so, dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Auf jeden Fall morgen einen schönen dritten Advent. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 22. sehen im Livestream. Und natürlich sowieso hoffentlich gesund im neuen Jahr. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen kleinen Kanal unterstützt und mit einem Abo belohnt. Ein Daumen hoch fürs Video ist auch immer gerne gesehen. Und ja, ihr Lieben, das soll es mit meinem Video gewesen sein für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Kasi. Tschüss.